Ladies and Gentlemen, es gibt ein kleines Problem und zwar, ich bin gerade hier in dem Livestream von Bakerman und wir haben gerade Abend und meine Aufnahme hat nicht angefangen, das heißt, ich werde jetzt einfach mitten reinrasseln, sorry. Also, tut mir leid und ich muss mal... Bei uns auf dem Server. Was? Ihr dürft bei uns auf dem Server? Ja, aber keine Panik, wir haben den Server vorher gebackupt, also egal was ihr macht, es spielt überhaupt keine Rolle. Muss man dazu sagen. Finde ich noch die Adresse, ne? Ha, die Adresse. Die kriegt ihr natürlich auch gleich. Yeah. Erstmal gucken, wo ich rauskomme. Wenn mich der Server mal drauf lässt. Party. Guck ein bisschen in deinen Chat rein und in meinen Chat rein. Bei mir guckt sowieso keiner. Die sind eh alle schon bei dir. Das spielt auch keine Rolle. Also die sind ja nicht wegen mir hier, sondern die sind wegen uns hier. Und dass da mein Name drüber steht, hat überhaupt nichts zu sagen. Ja, das wisst ihr ja hoffentlich auch. Ne? Das ist also immer so dieses Thema. Manche Leute fahren mir ein bisschen übers Maul, weil sie sagen, oh, du bist ja der Ober-Let's Player hier von der Gruppe und du willst ja bloß mit anderen Leuten absahnen. Ich sage immer, das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Unser Problem ist, wir haben einfach zu unterschiedliche Zeiten, wo wir aufnehmen können. Also bei mir ist es typisch so, ich kann nur an einem Tag aufnehmen, das ist nämlich heute. Ich hoffe, dass meine Aufnahme funktioniert. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt, habe den nächsten Tage keine Folgen. Naja, euer Problem. Aber halt andere Leute, Spätschicht, Nachtschicht, Frühschicht, Wochenend, was auch immer. Neue Schule. Abitur. Ach ja, wir haben auch noch jüngere Mitspieler hier, stimmt. Ja, ich mache jetzt ja mein Master-Bachelor in Fachlagerlogistik. Stimmt. Ui. Stimmt, du bist ja auch wieder Schüler geworden. Richtig. Und wir haben heute bei unseren Lehrern besprochen, beschlossen, dass wir jetzt quasi alle einen Master-Bachelor kriegen und zwar für deren Rechenleistung. Denn die Mathematik, die haben unsere Lehrer nicht so ganz, verstanden. Also ich kam hin zum Lehrer wegen einer Aufgabe. Die Aufgabe an sich ist eigentlich egal. Gegeben waren 5,50 Euro. Und er fängt da an mit 7,50 Euro zu rechnen. Und ich sage, ey, Moment mal, wo haben Sie jetzt die 7,50 Euro her? Ich habe 5,50 gesagt. Und dann sagt er, ja, mit 7,50 Euro lässt sich das leichter rechnen. Man darf am Ende nur nicht vergessen, das wieder abzuziehen. Ich gucke ihn an, ich sage, ist das jetzt ernst oder was? Dann sagt er, ja, warum denn nicht? Ich sage, ja, warum denn nicht? Ich sage, was ist das denn jetzt für eine Frage? Ich sage, jetzt geht es aber los bei euch. Ja. Meinte er ernst? Du kannst mich mal übrigens zu dir porten, ich finde den Weg nicht mehr. Bitte. Moment, TP, jetzt muss ich gucken. Ja, genau so. Ja, wupp. Oder so. Schräge. Wow, Parkour? Ja. Ich merci. Weil bei euch hat irgendjemand Warps eingerichtet. Ah, okay. Das war meine Wenigkeit. Oh. Darf ich auch mal? Kannst du gerne machen. Ich gehe aus dem Weg hier. Wenn die da spielen, gehe ich aus dem Weg. Nein, nein. Sowas kommt nicht in Frage. Wir haben hier gerade einen, nennen wir es mal Prominenten. Ich weiß nicht. Prominent. Dirksch. Weiß nicht, ob den die meisten Leute kennen. Relativ starker Kommentator meiner Videos, muss ich sagen. Hat selber ein paar ganz tolle Videos gemacht. Und ist jetzt ein bisschen aktiver in unserem neuen Projekt. Ja, muss man auch dazu sagen. Also dafür schon mal herzlichen Dank. Der hat sich da schon ganz gut mit eingebracht. Bitte, bitte, kein Problem. Sorry, wie war die IP nochmal? Welche IP? Server-IP. Bakerman. Minecraft.bakerman.lp. lp.de. So. Sieht man nochmal im Stream jetzt hoffentlich gleich. In ein paar Sekunden. So, ich schreib's auch nochmal in. Genau. Kann man hier auch nochmal reinschreiben, genau, hast du recht. Ach, schreib du da mal rein, ich hab das nicht so mit der Rechtschreibung. Die Leute, die ja die Ice Water Challenge auf meinem Channel gesehen haben, haben ja mich schon berichtigt. Ich habe Backeman geschrieben. Kennst du Backeman LP? Nee, ich kenne keinen Backe-Backe-Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Oh. Ja, das ist das, wenn man irgendwie so nach dem Raid, so nachts um drei irgendwie, dann. Man muss auf die Schnelle ein Video fertig machen und rendern und schnibbeln und so weiter. Dann kommt da halt Backemann LP raus. Ja, was soll das? Ach, du bist da auch noch wach? Bist du auch noch wach? Aber nein. Wie wach? Uhrzeit? Ja, ab und an. Dirk, welchen Kicker im nächsten Raum? Okay, Mechanism. Hier.
Hier. Hier. Halt, zurück. Hier. Die Türen stehen offen. Noch ein Stück. Ja. Müsst ihr mal bei mir den Sound anmachen? Heiß. Gut, aber wobei ich sagen muss, das, was wir hier an Mechanismen haben, ist ja lächerlich eigentlich, ja, muss man dazu sagen. Naja, das hat doch genug mit Water Recraft. Ja, da haben wir es uns aber richtig gegeben. Mhm. Richtig, das ME-System hat momentan keinen Strom, da müsste ich mich mal wieder in Schale werfen. Mal gucken. Haben wir hier noch genügend Saft auf der Dose? Kann man wieder verkehrt verstehen, ich weiß. Mir egal. So, machen wir mal bitte ein bisschen Server-Lag. Lag. Wenn ich jetzt die Uranium-Pellets nehme, dann kriege ich gleich eins auf die Finger. Machen wir hier lieber anders. Nehmen wir mich mal schnell um. Nehmen wir mal alles mit. Das ist ungewohnt, dass wir so einen vollen Server haben. Hm? Das ist sowas von ungewohnt, dass der Server so voll ist. Ja, da hast du recht. Aber mein Gott, das... Da hat sich mein Open Broadcast verabschiedet. Ja, mein Fraps hat sich auch schon ein, zwei Mal verabschiedet. Frag mich auch nicht, wieso. So, jetzt kann man mich, glaube ich, auch hören. Nein, kann man nicht. Kann man nicht? Guten Tag. Nee, bei mir im Stream. Bei mir geht das irgendwie im Stream nicht. Ich habe irgendwann mein Mikro ausgestellt, weil ich meine Testaufnahme gemacht habe. Und seitdem funktioniert das Mikro nicht mehr. Okay. Dreck. Alles Mikro. Ja, das ist nur eine Einstellungssache. Ich muss nur das richtige Mikro jetzt finden. Weil ich 5 Mikrofone dran habe. Warum ich das hab? Weil ich es kann. 1, 2, 3, Test. Wunderbar. Christian, lass noch Fleisch machen, ansonsten, ich habe jetzt alle mitgenommen. Hier ist Nummer 20. Ja, da lagen irgendwie auch gerade Fleischbarren hier irgendwie auf der Straße. Ja, ich habe da auch so ein paar Fleischbarren verteilt, damit die armen Leute nicht verhungern. Oh, da hast du recht. Da hast du recht. Was soll ich sehen? Brot für die Welt und so. Ja, ja. Brot und Spiele. Packen wir den noch rein. Ja, jetzt habe ich 49. Ja, ist aus. Heutzutage sind Fleischbarren in. Ja. Ich meine, wir haben keine in Barren verpresste Fleischsuppe. Ja, wie bei McDonald's. Ja, gleich haben wir nachgefüllt. Ach, Baker, das Geschenk von Crazy und Yes, aber habt ihr auch nicht mehr gesehen, ne? Das Geschenk? Nachdem du dich ja so sehr abgemüht hast mit den Iridium Reinforce Plates, kamen wir beide mal kurz vorbei und haben euch heute einen Werkdeckraum gestellt. Ach, habt ihr? Mhm. Moment, dann müssen wir gleich mal gucken. Ja, umziehen. Jetzt sollte eigentlich gleich das Ding hier wieder loslaufen, hoffentlich. Warte mal, wie viele Iridium Reinforce Plates braucht ihr? Wir haben 2 Stacks. Wir brauchen keine mehr. Wir sind durch. Wir haben unsere Anzüge. Die haben ja nicht, aber wir haben jetzt gleich mal 2 Stacks davon gemacht. Okay. Dank ME. So. Da braucht jemand Gunpowder. Haben wir noch Platz, ne? So, für die Leute, die noch zuschauen, wir haben immer noch Platz auf dem Server. Jo, da ist immer noch Platz. Also wir haben gerade mal so die Hälfte. Mal gucken, wann wir in die Knie zwingen können. Bei mir ist der Kladdo jetzt noch auf dem Stream angekommen. Ostfraktion. Ah, und ein paar Leute scheinen ihn sich auch gerade im Moment noch runterzuladen. Also das kann natürlich noch ein bisschen dauern. Aber das macht auch nichts. Wenn man aber auch die Ladezeit bedenkt bei so einigen Herren wie bei so einem Crazy, ne? Ja, wie war das? Anfänglich halbe Stunde, dann irgendwann ein bisschen weniger. Also jetzt hat er sich auf ca. 15 bis 20 Minuten beschränkt. Ah, okay. Dirk wollte sich gerade seine neuen Minecraft-Mechanism-Texturen mal angucken, ob die gut sind, weil der hat auch ein bisschen für unser Texturenpaket für die nächste Staffel schon ein bisschen vorgearbeitet. Ja, das hat er. Man muss auch sagen, das sieht echt gut aus. Oh ja. So, jetzt müsste gleich wieder Dampf in der Hütte sein. Jawohl, läuft. Gut, läuft. Und damit dürfte das ME-System wieder laufen. Ah. Strom ist da. Genau. Lass mich auch mal mit reingucken. Ach, du bist der Baker. Ich dachte schon, wir sind jetzt auf dem Server gejoint. Ich gejoint? Ich sehe nur so ein gelbes Männchen auf einmal rumlaufen. Ich join doch keine Server, weißt du doch. Was?
Moment, wie viel Iridium-Flakes habe ich hier noch rumliegen? Nein, Indium, ich dachte schon. Indium, Gottes Willen. Das ist ja unglaublich, was hier alles noch am Material rumliegt. Hm. Damit kann man ja einen Weltkrieg gewinnen. Jawohl, die totale Automatisierung. Ich wollte mal wieder darauf hinweisen. Genau. So, Mustard. Ich glaube, da schlagen wir wieder Wellen. Aber egal. Das macht nichts. Bei der totalen deutschen Automatisierung hier auf dem Minecraft-Server beim Barkermann LP. Genau. Soll man das sein? Oh Gott. Meine Frau hat gerade nur den Kopf leicht auf den Tisch fallen lassen. Ach, wolltest du Headbanging mit dem Tisch üben? Die braucht nicht mehr üben. Okay, alles klar. Lauf hier mal also ein bisschen im Kreis. Ich weiß gar nicht, wo ihr seid. Genau, Dirk Schulz, du hast recht. Trivulo hatte deutlich mehr Meckersachen. Trivulo, könntest du mal zu dir porten und dann, wenn der Dirk da ist, ihn mal zu dir holen, weil der hat nämlich ein bisschen an unseren Texturen gearbeitet für Mechanismen für die nächste Staffel. Dass er mal bei dir ein bisschen rumgucken kann. Und währenddessen, Prost. Ich freue mich drauf, dass ihr alle so schön mit dabei wart. Ein Prostet auf euch alle. Und ja, endlich also, geschafft. Also wer gerne mal mit 0 FPS rumlaufen möchte, der kann gerne mal zu uns kommen, zu Crazy und Dosh. Crazy? Der Krazi? Ja, der Krazi. Genau, wer einen Port haben möchte, einfach zur Not mal kurz den Chat reinschreiben, wohin er will, und dann kriegen wir das alles. Ja, kannst du ihn mal zu mir. Mechanism-Porter gibt's ja auch hier. Ja, aber bei uns ist momentan ausgeschaltet. Du kannst ihn zu mir porten, ich krieg das doch nicht hin. Aber bei mir läuft hier nichts mehr. Ich habe hier keine Dingens mehr reingehauen und so weiter. Ein paar Sachen sind ja mal entfernt worden irgendwann. Entfernt worden? Habe ich von dir was entfernt? Ja, das waren noch die Leitungen, die dann peu à peu mal so plopp weg waren. Ach so, ja, okay, da hast du recht. Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Ja, das tut mir ganz aufrichtig leid. Ja, ach, das spielt ja keine Rolle. Das war Version hin, Version zurück, Version her. Und das war ein bisschen scheiße gelaufen. Magst du den Dirk Schulz dann mal zu mir porten, bitte? Weil ich stehe jetzt bei mir. Moment, ja. TP Dirk. Weißt du, ich mache eh mal alles falsch. Er ist doch gerade nicht da. Wollte ich gerade sagen, der ist nicht auf dem Server. Ist nicht auf dem Server? Nö, ist gerade nicht auf dem Server. Sein Client ist abgeschmiert und der hat sich gerade beschwert, dass der 1.6er Client deutlich länger braucht, wie der 1.7er zum Laden. Normal. Woran kann das nur liegen? Ah, okay. Also die schlimmeren Mods haben wir eigentlich alle drin. Vor allem den einen. Den Mod. Ah, wird langsam. Wie sieht es denn im Moment aus mit unserem TPS? Alles noch im grünen Bereich, sehr schön. Also ihr müsst bloß verstehen, also wir wollen auch mal unseren Server hier so an den Rande der Verzweiflung bringen, weil wir müssen ja ein bisschen gucken, was wir zukünftig brauchen. Sieht aber im Moment alles noch recht gut aus. Kriegen wir noch ganz gut in den Griff. Ich muss mich denn ja für die Zukunft, da muss ich mich denn ja wieder einlesen. Ich habe das doch alles wieder vergessen, wie das funktioniert. Schniff. Aber ich möchte auf jeden Fall wieder Mechanismen machen. Ja, das ist ja dann quasi für dich auch schon reserviert. Aber Butze? Ja? Was machen wir denn? Wir haben uns nämlich noch gar nicht festgelegt. Wollen wir uns wirklich die Hardcore-Geschichte geben? Ja, sicher. Theoretisch müsste also, da sogar Power drauf sein. Du meinst Craig, so richtig von A bis Z. Oh. Der ging ja nicht. Oh, das war plastisch. Also, wenn ihr nichts dagegen habt, dann switch ich rüber zu euch, weil Dosh mag nichts mit Craig zu tun haben. Ey, diese Schnauze voll. Das hat mir den Rest gegeben mit Craig dieses Mal. Ja. Also, Hut ab. Ich glaube, mir ist, wenn das. Mir ist echt während dieser Staffel so das eine oder andere Ei geplatzt. Ja, ich glaube nicht nur ein Ei, oder? Ja, ich glaube, da waren auch sogar noch ein bisschen mehr. Ja, bei uns sind glaube ich, fünfmal hintereinander die Maschinen hochgegangen. Einmal durch uns und zweimal durch Street. Und einmal, weil irgendjemand an der AESU rumgeschraubt hat. Du musst verstehen, AESU auf 512 die ganze Zeit. Ich mache jetzt einmal was in den Textur da, alles fliegt hoch. Weil einer auf 513 gesetzt hat.
Liebe Bria, Moment, jetzt muss ich mal das richtig lesen. Briareos 81. Ja, Greg funktioniert mit 1.7, nur das ist momentan noch ein bisschen schwieriger, weil der nur mit einer speziellen IC2-Version läuft. Aber wir haben da einen sehr engen Kontakt zu dem Herrn, der den Mod schreibt, also Greg Aristi. Und der greift uns da ein bisschen unter die Arme. Mehr wie ihr denkt, aber das werden wir sehen. Baker, der hat das ja so mit dem engen Kontakt, ne? Das kennen die Leute ja von dir. Ja, genau. Also ich stehe ja so auf Austausch von... engen Kontakten. Lassen wir das, verdammt. Es ist noch vor 22 Uhr. Na und? Das macht nichts. Das macht gar nichts. Wir haben einen Kit im Chat. Ein Kit? Chat? Ja. Mit Icarus. Alheimer Jung ist etwas jünger. Ach komm, der kann das noch ab. Austausch von Körperflüssigkeit ist auch Knutschen, oder? Ja, genau. Außerdem Wurzeln genau. Hatten wir ihn ja eigentlich. Ja, der war bei uns auf dem Server gewesen. Das war eigentlich okay. Doch. Na komm, ist ja kein Problem. Nein, das ist ja kein Problem. Ja. Achso, eine Frage. Können die Gäste hier den Befehl /warp benutzen? Ja. Schreib mal in den... Ja, kann? Okay. Wenn ja, dann können sie sich zwischen den einzelnen Häusern hin und her teleportieren gleich. Ah, hast du was vorbereitet? Nee, aber wenn ihr mal... Dann seht ihr alle Warps aufgelistet, die es gibt. Ja, ich wünsche mir. Ich muss mal ganz kurz dazwischen grätschen. Nein, wir sind nicht mehr bei der WM. Lieber Flowcrafter, ja, die Welt wird man später runterladen können. Machen wir eigentlich immer so. Wird bloß in der nächsten Staffel wahrscheinlich nicht ganz so funktionieren, aber das werden wir dann auch noch sehen. Aber diese Welt auf jeden Fall, ja, wird es als Download geben. Ich wünsche euch damit vor allem viel Vergnügen, weil das Ding zieht Performance ohne Ende. Aber das kriegt ihr schon in den Griff, ne? Ihr habt ja gute Rechner. Sollten wir vielleicht vorher die Chunkloader abbauen? Nö, warum? Ah, bevor die PCs auseinanderfliegen. Ja, also bisschen, wie sagt man so schön, Lag Parade, wie wir es so schön haben. Nicht Lag Parade, sondern Lag Parade. Werdet ihr dann schon mal ein bisschen haben, aber ihr wollt ja auch ein bisschen rumgucken und wollt mal sehen, was wir hier so alles brauchen, ne? Also das ist ja klar. Ja, die Junkloader bleiben da. Die können sie dann auch gerne abbauen. Weil es kann ja sein, dass der eine eher so auf der Trivolo-Mechanismus-Schiene ist. Das kann ja sein, dass er eher so ein bisschen auf der Gregtech-Ebene, so wie ihr seid. Und es kann ja alles andere auch sein. Also ich würde sagen, da sollte man uns keine großen Gedanken dazu machen. Ist meine Meinung. Ich habe ein Skelett gehört, naja, egal. Also Mechanismus so. Ist überhaupt nicht buggy, definitiv nicht. Nein, Mechanismus ist nicht buggy, überhaupt nicht. Nein. Mm-mm. Nein, wenn ich an die Destination Plan denke. Ja. Also das letzte Mal hat alles funktioniert, als ich hier war. Ja. Naja, wenn ich an die Destination Plan denke, die wir so ca. 17 Mal abbauen durften, damit sie sich nicht mal zusammengesetzt hat. Ich hab da keine Probleme gehabt. Nur ein bisschen. Wir haben auch ein paar mehr aufgestellt, seitdem du weg bist. Das ist ja euer Problem, nicht meins. Naja, wenn ich auch an deine schöne Destination Plan denke, dieses schöne Muster, was du da hattest. Ihr wisst ja nicht, was ich schon aufgebaut habe. Offline. Ich will es mir nicht vorstellen. Oh. Knack, runtergefallen. Verdammt. Gartofius, ich habe die genau 8 Gigramm und ein EVE 4770 sollte reichen. Ich habe ja momentan 4 GB zugewiesen dem Server. Also über die entsprechenden Parameter natürlich beim Starten. Also das geht eigentlich schon und wenn du das als Client hast, sollte das eigentlich auch laufen. Dann lese ich hier noch von Pellraiser für die 1.7er Version unseres Modpacks. Die wird es in 1.15 Versionen geben. Und zwar eine, die man online spielen kann. Da habe ich ein bisschen der Erzverarbeitung gedreht. Und dann wird es eine quasi noch für Singleplayer geben. Ist aber kein allzu großes Drama. Ich würde sagen, das Hauptproblem ist eigentlich nur bei dem Welterkunden. Da werdet ihr ein bisschen laggen. Das wird wahrscheinlich auch bei uns am Server ein bisschen laggen. Aber ansonsten sollte die Version eigentlich deutlich flüssiger laufen wie diese hier, hoffe ich. Wie gesagt, ich kann das alles nur hoffen, weil wir noch mit einigen Randparametern noch ein bisschen rumspielen
Und da sind noch ein paar Sachen dabei. Unter anderem würde sagen, Raupe sollte uns da mal ein bisschen was zu seinem Community-Server sagen, den er hier lange Zeit betrieben hat und dann irgendwann aus persönlichen Gründen, ja, sagen wir mal so, abschalten musste, oder? Ja, abgeschaltet war. Der ist dann wieder angegangen, aber der wurde dann von mir weiter nicht gepflegt, sondern von dem Olli, der leider auch heute nicht da sein kann, weil er im Urlaub ist. Mhm. Und schade. Da haben wir halt den Server eben 24 GB zur Verfügung gestellt. Ja. Und aber ansonsten auch lief der eigentlich ziemlich flüssig. Wir mussten immer hin und wieder ein paar Sachen austauschen. Reservoirs mussten ausgetauscht werden gegen Transport-Nodes, um die Serverlast wieder runterzukriegen. Ach, da war ja was, das funktionierte ja nicht. Mhm. Jetzt muss ich gerade mal kurz nachfragen. Master 0712, welche Qualität? Fragezeichen, möchtest du wissen? Vom Video, also ich streame hier gerade mit 3000 Kilobit pro Sekunde. Circa. Also zwischen 2 und 3 müssten das eigentlich sein. Ja, Raub ist ein bisschen leise, Alheimer Jung, ich weiß. Aber das, ich denke, wenn wir alle ein bisschen die Klappe halten, hört man ihn doch ganz gut. Hoffe ich. Ich versuche ein bisschen lauter zu werden. Super. Man muss ja auch mal. Ich habe hier so ein halbes Auge links auf die Kommentare, deswegen hier im Video vielleicht ein bisschen weniger Bewegung, aber ich denke, das kriegen wir alles in den Griff, nicht? Du Baker, weißt du, was mir gerade auffällt? Was denn? Da ist so in meinem Team, da ist noch so ein Junge, der wollte noch unbedingt bis zum Ende der Staffel, wollte er noch 50 Tode haben. Der hat da zu. Wer denn, Baker oder Butze? In meinem Team. An deinem Team. Intim. Ja, in meinem Intim. Wo ist er denn hin? Wo ist er denn hin? Ja, hier warte, ist er. Ich glaub, wartet. Mein Kleiner schmiert gerade schon wieder ab. Ja. Okay, dann wird es wohl nichts für die 50 Toten. Aber ich bin gerade dabei, mich für die 50 Tote vorzubereiten. Ja, du bist schon längst bei uns. Ach, deswegen! Wir haben mich jetzt hier gerade viermal auf einmal getötet. Wie soll das funktionieren? Karl. Server-IP kriegst du. Warte, ich. Was? Wieso? Ah, okay. Wieso nur Source als Qualität? Ach so, das ist, ja. Das kann damit zusammenhängen, weil du nicht Partner bist und die meisten anderen alle Partnerstatus haben, so die größeren, die bei Twitch sind. Und die können ihre Qualität noch etwas anders anpassen. Okay. Bist du nicht, bin ich nicht, wollen wir auch nicht. Oh, der hängt schon genug. Wir hängen schon genug mit Google zusammen. Oh Gott. Da muss man nicht auch noch. Deswegen gibt es bei mir ja auch keine Musik im Background, weil am Ende wäre ich hier noch gesperrt und das hängt dann nachher alles zusammen oder so. Nee, genau. Mache ich nicht mehr. Früher schön Metal im Background bei den Streams, ist alles nicht mehr. Mhm. So, jetzt sind wir hier schon. Ja, das sieht ja schon richtig gut aus. Schaut doch mal hier. In die Anzahl der Leute, die hier schon am Server sind, ist ja richtig schön. So, ich würde sagen, wir machen einfach mal einen Rundgang, oder? Den Dirk Schulze kannst du jetzt mal zu mir porten. Ah, okay. Tipi, Dirk. Warte, eine Sekunde, 21, 22, jetzt. Ich muss bei dir auch Platz hakeln, nicht Tipi, du schreibst immer so ein Tschack, weg ist er. So, gehen wir doch einfach mal. Machen wir einen Rundgang hier, oder? Machen wir einen Rundgang, genau. Gehen wir mal in unser Logistikzentrum, fangen wir mal mit sowas Einfachem an. Einmal alles Papa. Und dann schauen wir uns mal im Cracktech-Gebäude gleich mal um. Da ist irgendwie auch. Butze, wir haben keinen Saft. Saft aus. Hilfe. Habe ich was verdreht? Ich glaube, ich habe was verdreht. Aber wir haben hier noch. Einmal alles rein. 171 Stacks Uranium-Ingots. Ich glaube, wir spinnen, oder? Okay, 270. Schmeißen wir mal hier nach. Ich hab's da aufgenommen. Ja. Boah, jetzt das hier alles. Oh, benommen. Crazy. Du sollst es doch nicht selber machen. Wir würden schon dafür sorgen. Nein!